Vor über 100 Jahren machte sich ein junger Mann aus dem Herzen der italienischen Alpen auf den Weg nach Frankreich. Am legendären Weinbauinstitut von Montpellier lernt er alles über die klassische Flaschengärung. Diese Zeit sollte sein Leben verändern. Zurück im Trentino hat er eine Vision. Einen Wein zu schaffen, der es mit den besten französischen Champagnern aufnehmen kann. Dieser Mann war Giulio Ferrari. Seine Weinberge befinden sich in steilen Lagen auf großen Höhen. Ferrari erkennt das Potenzial von Boden und Klima. Mit der Verbreitung des Chardonnay in Italien leistet er Pionierarbeit. Selbst kinderlos beginnt Ferrari mit 73 Jahren einen Nachfolger für sein Weingut zu suchen. Er entscheidet sich für den Besitzer des örtlichen Weingeschäfts, seinen Freund Bruno Lunelli. Bis zu Ferraris Tod arbeiten beide Seite an Seite. Mit Leidenschaft und unternehmerischem Talent gelingt es Lunelli in den Folgejahren, Qualität und Produktion weiter zu steigern. 1969 übernehmen Lunellis Söhne die Geschäfte. Unter ihrer Regie entwickelt sich Cantine Ferrari zum führenden Schaumweinhersteller des Landes. Fußball-Weltmeisterschaft 1982. Im Finale von Madrid gewinnt die Squadra Azzurra den Titel. Torschützenkönig Paolo Rossi feiert den Triumph mit Ferrari. Der Siegestrunk erlangt über Nacht Kultstatus. Heute führen Camilla, Marcello, Alessandro und Matteo Lunelli das Unternehmen in dritter Generation. Ferrari als weltweiter Botschafter italienischer Lebensart, das ist ihre Mission. Der Spumante aus dem Trentino ist gestern wie heute Begleiter glamouröser Veranstaltungen. Auf Film-, Fashion- und Sportevents wird mit Ferrari angestoßen. Kontinuierliche Qualitätsforschung mit Liebe zum Detail macht jedes Glas Ferrari Spumante zu einem einzigartigen Genuss. Innovation voller Respekt für Tradition, so lautet das Credo der Familie Lunelli, die trotz des Welterfolges ihren Wurzeln treu geblieben ist. Ferrari ist und bleibt ein Familienunternehmen mit tiefer Verbundenheit zum Trentino.